Damit ihn keiner dabei erkennt, hat er ganz tief in den Altkleidersack gegriffen. Deutschlands schönster Straßenmusiker macht am meisten Geld. Ey? Katzeklo, Katzeklo, ja, das macht die Katze froh. Katzeklo, Katzeklo, macht richtige Hausgesäflo. Ich fand es ja cool aus. Das Outfit hat mir gefallen. Bring back, so bring back my bunny to me. Oh, ist der krass. Party! P-A-R-T-W! Trotz schrecklichem Gesang habe ich irgendwie Geld verdient. Dankeschön, ja, danke. Mein Geld. Mein Schatz. 8,25 Euro. Na, müssen wir das mal eine Nacht machen. Hey! Und hey, wird jetzt auch gleich hey hier passieren. Sie alle kennen die berühmte Stelle. R-E-S-P-E-C-T. Yeah. Genau, und um jetzt den nächsten Kandidaten eigentlich diesen Song entsprechend anzukündigen, müsste ich sagen, P-H-I-E, nein, das lassen wir besser. Ich sag ganz einfach, jetzt kommt er mit Respect von Aretha Franklin für Sie, Philipp! Dankeschön. Ja, Philipp. Ich bin mir heute nicht so ganz sicher, ob das alles so gefällt, was ich so erzähle. Ich habe eher den Eindruck weniger. Gerne hätte ich den Titel Respekt genommen, hätte gesagt, etwas positiv auch gesagt darüber. Ich persönlich glaube, und letzte Woche sagte Dieter, die Jury hat vielleicht die falschen Titel ausgesucht. Ich glaube, dass du heute den falschen Titel ausgesucht hast. Und zwar
Ich halte es unglaublich für gefährlich. Ich halte es für ungeheuer gefährlich, sich mit so einem Titel zu schmücken. Schön. Das lässt mich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Du hast vielleicht 900 Leute oder 1000 Leute für dich. Ja, mich hast du ja nicht dafür. Und zwar einfach, weil ich glaube, dass deine Performance, dass du versuchst, über die Performance deine stimmlichen Qualitäten auszugleichen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, gefährlich ist es eher, dass Philips Homies direkt hinter dich sitzen und gerade nicht so toll reagieren. Muss man halt eingehen. Ja. Erstmal fange ich mit ein bisschen Mini-Kritik an. Ich fand dein Outfit als Straßenmusiker auf jeden Fall besser als das, was du jetzt anhast. Aber naja, ist Karneval, ist okay. Ist dein Kind schon so groß? Das zieht sich ein bisschen. Nee, aber zum Glück geht es um die Stimme und das ist eigentlich Geschmackssache. Und für mich hat Thomas eben heute wenig Geschmack, weil... Nein, weil... Ich finde, du hast es wirklich grandios gesungen. Also es war soulig und du bist dabei Philipp geblieben. Also. Dankeschön. Jetzt ganz schlecht. Das war doch wahr. Ich gebe mal kurz den Zwischenstand durch. England, Deutschland 1:0 auf der Bank hier. Also, es war 5. England 1, Deutschland. Publikum war ja überschaubar, habe ich gerade in dem Film gesehen, als Straßenmusiker. Da ist hier schon ein bisschen mehr Dampf. Beim Anzug muss ich auch sagen, also ich weiß nicht, ob da der Kollege Stein mit seinem Rasenmäher irgendwie drüber gefahren ist, weil er eigentlich weiß vorher mal. Nee, das muss so mit dem. Nee, muss so sein. Das Motto ist 60er und deshalb muss ich. Ja, aber ich habe gedacht, wir haben wieder die 70er und da sind ein paar Brillblumen vergessen worden aus der letzten Show oder so. Peace. Also pass auf, was schätzt du, was ich diesmal sage? Vorhin war ich ja absolutes Lobes deiner Performance. Was glaubst du jetzt? Ist das schön, wenn ich ein Lob kriege. Ja. Ja, also. Wie schön, dass du recht hast. Dankeschön. Wie schön, dass du recht hast. Also, ich hatte befürchtet, dass sich vielleicht in deinem Fall Deutschland entscheiden muss, wenn sie jemanden ins Finale wählen, ob sie ein gesangliches Talent nehmen oder einfach einen Typ. Ich glaube, diese Wahl oder diese Qual stellt sich jetzt nicht mehr. Go, Philipp. Dankeschön. Ich möchte erstmal mit ein bisschen Kritik auch anfangen. Und zwar, du hast dich eben in der Fußgängerzone, ich sage jetzt in der Fußgängerzone, ja, da hast du dich scheiße verkauft, finde ich. Weil, weißt du, wenn man da steht und der geilste Beatbox-Typ ist, den ich bisher gesehen habe in meinem Leben, weißt du, wenn du da die ganze Zeit gemacht hättest, ja. Durfte ich nicht. Durfte ich nicht, aber haben sie, weil dann hätte man mich gleich erkannt. Schuld. Kiddies dir die Kohle reingeschmissen, da wärst du mit dem Bagger weggefahren, ehrlich. Weil er das wirklich super geil kann. Dankeschön. Aber jetzt also zu dem Auftritt. Natürlich hat Thomas auf seine Art und Weise recht, also weil das hatte mit dem Original, Aretha Franklin ist, glaube ich, die beste Sängerin, die wir haben auf der Welt, ja. Niemand kann besser singen. Das kann man nicht vergleichen, aber ich finde deine Interpretation, ja, ja, da kann man ja auch bei dir nur nachhelfen. Aber wenn die, nein, aber deine Interpretation von dieser Nummer, ja, war echt Weltklasse und das war im Superstar. Dankeschön, danke. Cool. Ah. Wir umarmen und jetzt hier zweimal jedes Mal. Hör mal, zweiter Song. Ja, darf ich schnell nur kurz was sagen? Ja, sicher, also, es ist dein Moment. Ja, das okay, mein Moment. Also, ich habe mit dem Lied gedacht, einfach wie Respekt so zurückzuholen. Und jetzt möchte ich einfach den Leuten da draußen Respekt geben, einfach weil die mich unterstützen, die hier im Studio so geil abgehen. Meine Familie, also ich möchte allen Menschen, die auch zugucken, Respekt zuschicken, weil ich meine, es ist cool hier zu sein und es ist cool für euch zu performen. Es ist geil. Also echt. Respekt! Nee, echt. Na, ich meine, du hattest zwei Songs, das ist jetzt dein zweiter Song. Ja. Hast du die Chancen ausgenutzt? Bist du sicher, dass du die Chancen komplett ausgenutzt hast? Dieses Mal, also ich wollte diesen Titel singen und mir Platz machen, wegen dem letzten Mal so Respekt verschaffen, ein bisschen gesanglich auch. Und ich bin zufrieden mit mir. Das ist super! Kommst du ins Finale damit, Philipp?
Riechst du das schon? Ich hoffe, dass meine Fans mich heute auch gut fanden und dass die anrufen werden. Bitte, 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 bitte ruft an. Du hast jetzt schon alle auf deiner Seite. Bitte, bitte, bitte. Das ist ein Applaus, Philipp. Danke, Philipp. Also mit so einem Bitte, 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 da rufen alle an. Wir wissen, du hast einfach nicht.